Willkommen beim Immo-Webinar. Es freut mich, dass Sie mit dabei sind, heute quasi im Doppelpack, weil wir gleich zwei Immo-Webinare hintereinander haben. Das erste beschäftigt sich mit den Risiken bei den Baugründen, beim Erwerb, beim Bebauen der Grundstücke und das zweite dann im Anschluss mit dem neuen B2B-Marktplatz für Makler. Wenn Sie live dabei sind, bleiben Sie einfach dran. Wie gesagt, im Anschluss, wenn Sie diese Sendung aufgezeichnet sehen, dann haben Sie das zweite Immo-Webinar über den Marktplatz in dem Archiv, in dem Sie wahrscheinlich diese Sendung auch herausgestöbert haben. Dann haben Sie auch gesehen, da sind ganz viele Themen drinnen, die interessant sind. Und einige davon hat sogar auch mein heutiger Studiogast uns schon näher gebracht. Ich begrüße Magister Klaus Pfeiffer. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Ja, wie gesagt, einige Themen sind schon behandelt worden, rechtlicher Natur, aber es gibt auch viele zur Stadtentwicklung, zum Maklerrecht und so weiter. Auf dieser Webseite können Sie sich auch für den Newsletter anmelden, wo Sie dann immer rechtzeitig über das nächste Immo-Webinar informiert werden. Wie immer gilt mein Dank dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, dass es dieses Immo-Webinar gibt. Und heute werden wir ganz genau darauf achten, dass wir spätestens nach 45 Minuten fertig sind, eben damit wir das zweite rechtzeitig starten können. Sie haben uns, Herr Pfeiffer, einige Risiken mitgebracht und erklären uns, wie man die wieder eindämmen kann oder wie man den in den Griff bekommt. Der typische Jurist, der Risiken mitnimmt. Aber Problemlösungen anbietet. Problemlösungen sind heute auch dabei. In dem Sinn würde ich sagen, starten wir doch gleich. Perfekt. Was möchte ich mit Ihnen machen? Eigentlich ein sehr umfangreiches Thema, das Baugrundrisiko. Und zwar, das Baugrundrisiko kommt vor beim Ankauf der Liegenschaft. Das heißt, die Frage, man kauft sich eine Liegenschaft, anschließend treten Probleme auf. Wie geht man mit diesen Problemen um? Und unterm Strich, wer haftet dafür? Genauso ist das Thema natürlich auch für einen Bauträger, der Wohnungen abverkauft und dann stellt sich im Zuge des Baus heraus, dass mit dem Boden etwas nicht stimmt und er möchte es vielleicht überwälzen an den Käufer. Und am Ende des Tages natürlich auch, wenn ich einen Generalunternehmervertrag abschließe, möchte ich vielleicht als Auftraggeber das Risiko dem Auftragnehmer überwälzen. Und die Frage ist da, darf ich das? Muss ich das überhaupt? Also sprich, ist nicht eh ohne dies beim Auftragnehmer. Und wenn ich es darf, gibt es da Grenzen dafür oder kann ich pauschal sagen, jedes Risiko ist einfach beim Auftragnehmer. Sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt auch extrem viel Judikatur dazu, die wir heute sicher nicht im Detail machen werden, aber ich möchte Ihnen einfach die Themen mitgeben und vielleicht auch gleich als Antwort, ja, man kann die Themen lösen, man muss sie nur sinnvoll lösen, man muss sie proaktiv angehen. Und wie immer gilt, fürs Publikum explizit nochmal ausgesprochen, wir haben jetzt Ihren Input, Ihren Vortrag. Wie immer können Sie natürlich Fragen stellen. Auch während des Vortrags einfach in das Feld die Fragen eingeben, die in das Feld unterhalb des Bereichs, wo Sie uns jetzt sehen. Wir werden die en bloc dann im Anschluss auch wieder gerne beantworten. Ich hoffe es. Gut, dann starten wir doch. Wie gesagt, es geht um das Thema Baugrundrisiko beim Ankauf. Gleich einmal das Erste, was sind da klassischerweise die Themen? Das sind die Altlasten und Kontaminierungen. Darüber wird immer sehr viel diskutiert und verhandelt bei den Kaufverträgen. Es sind aber auch die archäologischen Funde. Beispielsweise man beginnt zu graben und entdeckt eine Römersiedlung, eine Hallstattsiedlung. Fliegerbomben können immer wieder mal ein Thema sein und damit im Vertrag die Frage, wie gehe ich damit um? Gibt es eine Gewährleistung dafür von Seiten des Verkäufers, sprich es gibt keine Kontaminierung, es gibt keine Altlasten oder gibt es das nicht und muss das nachher der Käufer tragen. Natürlich sonstige Risiken gibt es genauso, lawinenbedingte Gefahrenzonen, Muren mit dem Grundwasser, ein Problem, Bodenfestigkeit, das ist natürlich nicht abschließend, da gibt es zahlreiche Themen, aber wie gesagt, prinzipiell sind wir bei diesen ersten dreien. Daher zu denen auch im Detail. Die Altlasten sind gleich einmal das Erste. Bei den Altlasten ist es so, da haben Sie eine klare Definition im Altlastensanierungsgesetz. Die habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Also sprich, es gilt, Altlasten sind Altablagerungen oder Altstandorte. Und jedenfalls brauchen Sie eine erhebliche Gefahr, die davon ausgeht. Eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt. Damit sehen Sie einerseits eine klare Definition. Auf der anderen Seite natürlich das Thema, es ist eine eingeschränkte Definition, weil wir eine erhebliche Gefahr brauchen für den Menschen oder für die Umwelt. Das heißt, das ist mal der klare Vorteil. In der Praxis, in den Kaufverträgen, wenn Sie reinschauen, werden Sie aber eher selten das Wort Altlasten finden. Was Sie dort eher drinnen finden werden, ist das Wort Kontaminierungen oder Kontaminationen. Das heißt, die werden ausgeschlossen und es heißt dann, Verkäufer sichert zu,
dass auf dieser Liegenschaft keine Kontaminierungen vorhanden sind. Und da ist jetzt die Frage, na, was heißt das eigentlich? Jeder von uns verwendet das relativ salopp mal und sagt im Vertrag, es gibt keine Kontaminierungen, aber wenn jetzt was aufpoppt, ist das erfasst von dieser Klausel oder nicht? Also beispielsweise, wenn man jetzt einen Öltank im Boden findet, wird man wohl sagen, das ist eine Kontaminierung. Da geht auch eine gewisse Gesundheitsgefahr davon aus. Wenn ich jetzt Baurestmassen finde, weil wie man damals das Gebäude abgerissen hat, hat man halt die Ziegel im Boden gelassen, ist die Frage, ist das eine Kontaminierung? Es ist sicher nicht erwartet für den Käufer, wenn er zu bauen beginnt, aber an sich geht da jetzt keine Gesundheitsgefahr aus. Damit hat sich der Oberste Gerichtshof mehrfach beschäftigt. Die erste Entscheidung ist gleich einmal ganz spannend. Da sagt er, gut, da wurde die Kontaminierung ausgeschlossen. Konkret hat man gesagt, diese Liegenschaft ist frei von Kontaminierungen und hat dann noch eine Zusatzklausel gehabt und gesagt, außerdem gibt es keine Materialien, von denen eine solche Gesundheitsgefahr ausgeht oder Gefahr für die Umwelt. Das heißt, man hat es zweigeteilt. Dann wurden Baurestmassen gefunden im Boden und natürlich waren dann die Ansichten unterschiedlich. Der Käufer hat gesagt, wir haben diese Klausel, dementsprechend gibt es eine Haftung von Seiten des Verkäufers. Und der Verkäufer hat gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Kontaminierung war immer so gemeint als Gesundheitsgefahr, Umweltrisiko. Nachdem das jetzt bei Baurestmassen nicht der Fall ist, gibt es keine Haftung. Tatsächlich ist es auch vom Sachverständigen so bestätigt worden. Es geht keine Gesundheitsgefahr davon aus und kein Umweltrisiko. Wie hat jetzt der Oberste Gerichtshof entschieden am Ende des Tages? Er hat gesagt, hier gibt es eine Haftung von Seiten des Verkäufers. Warum? Weil das Wort Kontaminierung verwendet worden ist. Das ist ein sehr weiter Begriff, der ist im Gesetz nicht enthalten. Daher greift der Oberste Gerichtshof auf den Duden zurück und sagt, eine Kontaminierung ist im Grunde genommen alles, was so eine Vermengung mit unerwünschten Stoffen ist. Baurestmassen, klarerweise, sind so eine Vermengung des Bodens. Daher fällt das darunter. Und nachdem die Parteien hier nicht gesagt haben, Kontaminierung von denen oder ein Risiko ausgeht oder Gefahr ausgeht, sondern einfach nur von Kontaminierungen gesprochen haben, hat er gesagt, am Ende des Tages gibt es eine Haftung. Betont aber, dass es eine Einzelfallentscheidung ist. Eine ähnliche Entscheidung. Das ist die zweite hier. Auch da gefunden wieder Baurestmassen. Im Vertrag hat man irgendwo Bezug genommen auf Kontaminierung und hat gesagt, grundsätzlich mal der Käufer hat die Liegenschaft eingehend besichtigt. Sie kennen diese Klausel, die kommt fast in jedem Kaufvertrag vor, unabhängig davon, ob der Käufer tatsächlich vor Ort war oder nicht oder eingehend besichtigt hat oder nicht. Dann hat man gesagt, es gibt keine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit. Und Beschaffenheit ist sicher auch der Boden und was im Boden vorhanden ist. Dann hat man aber schon gesagt, es gibt eine Freiheit von jeglichen Kontaminierungen. Sie sehen den Text da vor sich, das heißt, man hat es schon ausdrücklich aufgenommen. Und letztlich hat man gesagt, eigentlich, wir wissen, da gibt es noch einen Öltank im Boden drinnen. Für diesen Öltank gibt es eine eigene Regelung. Natürlich, so, jetzt finden wir diese Baurestmassen und die Frage ist, gibt es eine Haftung von Seiten des Verkäufers? Der natürlich hat gesagt, nein, weil sehr einschränkend auszulegen, es muss wieder mal etwas sein, von dem eine Gesundheitsgefahr ausgeht oder ein Umweltrisiko ausgeht. Und auf der anderen Seite natürlich der Käufer, der gesagt hat, nein, wir haben ausdrücklich hier eine Klausel drinnen, die sagt, frei von jeglichen Kontaminierungen. Und die Argumentation war natürlich, ja, was kann ich denn noch sagen? Wir haben jetzt schon ganz ausdrücklich gesagt, frei von jeglichen Kontaminierungen, das ist ganz besonders weit. Nein. Am Ende des Tages sagt der Oberste Gerichtshof, nein, das ist wiederum eine Vertragsinterpretationssache. Hier hat man gewusst, dass es schon eine Kontaminierung gibt. Hier gab es diesen Öltank. Das heißt, man hat sich über ein ganz konkretes Thema schon unterhalten und mangels jetzt konkreter Vertragsvereinbarungen, sagt der Oberste Gerichtshof, gut, wenn ich mir das anschaue, man hat den Öltank diskutiert. Es ging offensichtlich bei den Kontaminierungen um Themen, wo wirklich eine Gesundheitsgefahr bzw. eine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Sprich der Öltank, der im Boden war. Man wollte keine Regelung eigentlich haben zu allgemeinen Kontaminierungen im Sinne von Vermengungen des Bodens mit anderen Materialien. Man wollte es eigentlich nur eingeschränkt haben auf jene Dinge, die wirklich eine Gefahr darstellen. Das heißt, hier kommt er zum diametral entgegengesetzten Ergebnis und sagt,
obwohl die Klausel sagt, jegliche Kontaminierung ist ausgeschlossen, also jegliche Haftung für eine Kontaminierung gibt es und es gibt keine Kontaminierungen, kommt er zum Ergebnis hier der Oberste Gerichtshof, hier gibt es aber konkret keine Haftung, weil keine Gesundheitsgefahr besteht. Aber widerspricht sich nicht dem anderen Urteil? Ja und nein, also in der Argumentation nein. Weil der Oberste Gerichtshof sagt, man muss sich den konkreten Vertrag anschauen und was die konkreten Parteien damals gewollt hatten. Mhm. Und das ist eine Linie, die er durchzieht. Das macht er bei allen Fällen. Und beim einen kommt er zum Ergebnis und sagt, naja, dort wollten sie tatsächlich alles, was nicht Boden ist, erfassen. Sprich, Kontaminierung ist sehr weit auszulegen. Und beim anderen sagt, also bei dem Beispiel hier... Weil naja, die Idee eine andere sozusagen. Genau, weil man hat den Öltank vor Augen gehabt und nachdem es der Öltank war, von dem eine große Gefahr ausgeht, sollte wahrscheinlich auch das Wort Kontaminierung so ausgelegt werden. Sprich, das ist eine enge Interpretation. Mhm. Also somit ja, irgendwie im Ergebnis ist es ein Widerspruch, aber in der Argumentation nicht, weil er sagt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Mhm, verstehe. So, eins zu viel. Ein drittes Beispiel gibt es noch, das eigentlich ein ganz spannendes und das haben wir in der Praxis dann wieder oft. Die Parteien haben etwas vereinbart. Hier konkret heißt es, der Kaufgegenstand ist frei von Altlasten im Sinne des oberösterreichischen Bodenschutzgesetzes. Sprich, auf der einen Seite hat man das Wort Altlasten verwendet, das wir vorher schon gesehen haben im Altlastensanierungsgesetz und das eine konkrete Bedeutung hat. Und auf der anderen Seite verweist man auf dieses Bodenschutzgesetz. Haken an dem Ganzen ist, dort steht das Wort Altlasten nicht drinnen. Und damit hat sich das Gericht die Frage stellen müssen, naja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich verwende das Wort Altlasten, verweise auf ein Gesetz, das dort aber eigentlich diesen Begriff nicht drinnen hat. Wie wird es gelöst? Auch da wieder, man verweist auf diese Entscheidungen, die wir vorher gehabt haben. Und man kommt zum Ergebnis, hier gibt es eine Haftung von Seiten des Verkäufers, weil man gemeint hat, hier ist ein sehr weiter Begriff anzuwenden von Kontaminierungen. Das heißt, das soll allumfassend sein und damit am Ende des Tages gab es eine Haftung. Was kann man jetzt aus diesen drei und den weiteren Entscheidungen mitnehmen? Teilweise wirken sie entgegengesetzt, aber man kann mitnehmen, man muss halt vorsichtig sein bei der Vertragsgestaltung, aber man kann alles lösen. Man kann sinnvolle Klauseln machen, klare Klauseln machen, transparente Klauseln. Damit hat man das Risiko klar umschrieben und die Parteien wissen das. Und was immer meine Empfehlung ist bei dem Ganzen, nicht diese Vogel-Strauß-Taktik und sagen, wir sprechen wir gar nicht über diese Themen, sondern vielmehr, man spricht die Themen an, man hat sie klar adressiert, dann weiß man auch, im konkreten Fall soll Kontaminierung heißen, alles, was nicht Boden ist. Oder es heißt, Kontaminierung ist ein enger Begriff, das soll einfach wirklich nur das sein, von dem eine Gefahr ausgeht. Also damit ganz wichtig, Vertragsgestaltung gut machen und gut vorbereiten, dann sparen Sie sich ganz viele Themen im Nachgang. Böden haben aber nicht nur die Altlasten drinnen. Es gibt weitere Risiken. Eine solcher Risiken sind die archäologischen Funde. Was müssen Sie wissen? Es gibt das Denkmalschutzgesetz. Die wesentliche Bestimmung ist hier. Das ist der Paragraph 1 Absatz 1 Denkmalschutzgesetz. Im Wesentlichen sind es Funde von einer gewissen geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung, die gefunden werden. Heute sprechen wir jetzt nicht von einem Gebäude, das bereits unter Denkmalschutz steht. Da weiß man es ja eh und wenn ich das kaufe, weiß ich, es gibt einen bestimmten Schutz. Ich darf es nicht abreißen, ich darf zum Beispiel die Fassade nicht abändern. Das interessiert uns hier jetzt nicht. Was uns hier interessiert ist, man beginnt zu bauen und man findet etwas. Das ist genau diese Römersiedlung, das ist die Hallstattsiedlung oder ähnliches. Und die Frage ist, was passiert dann eigentlich? Also salopp gesagt, darf ich mit dem Bagger das wegschieben oder darf ich das nicht? Das darf ich natürlich nicht, das sagt mir das Denkmalschutzgesetz. Ein Zufallsfund von Bodendenkmälern ist da drinnen geregelt in § 8. Und der sagt eben, Gegenstände müssen unter der Erd- oder Wasseroberfläche sein und es muss das Denkmalschutzgesetz offenkundig anwendbar sein. Dann muss man am Folgetag spätestens melden, dass ein solcher Fund vorhanden ist. Und wenn man das nicht tut, gibt es eine Verwaltungsstrafe. Wie geht es dann weiter? Sobald man das gemeldet hat, dann muss man mal 5 Tage lang die ganze Baustelle so belassen, wie sie jetzt gerade ist. Anschließend hat das Bundesdenkmalamt 6 Wochen Zeit, um sich das Ganze anzuschauen und zu entscheiden, ob wirklich eine Unterschutzstellung endgültig erfolgen wird. Und dann gibt es innerhalb von 6 Wochen diesen Bescheid und dann gibt es vielleicht eine Unterschutzstellung oder eben nicht.
Innerhalb dieser 6 Wochen kann man aber jetzt nicht weiterbauen, sondern es steht mal das Ganze. Und damit sehen Sie schon, welches Problem damit verbunden ist, weil wenn man das jetzt findet, bedeutet das natürlich, es ist einmal die Baustelle eingestellt für zumindest 6 Wochen. Das bedeutet mal eine Bauverzögerung und sicher auch mehr Kosten. Wenn sich herausstellt, das sind eigentlich keine solchen Funde, die das Denkmalschutzgesetz betreffen, gut, dann kann man eh weiterbauen. Wenn aber wirklich das Grundstück betroffen ist, dann muss man allenfalls sogar ganz neu umplanen, weil man dort konkret nicht bauen kann. Also somit, wenn dieser Worst Case eintritt, stellt sich natürlich die Frage, was kann ich dann aus dem Kaufvertrag machen? Mhm. Kann ich vielleicht zurücktreten? Weil ein Grundstück, bei dem ich nicht bauen kann, ist natürlich wertlos für einen Bauträger, der entwickeln möchte. Letztlich noch militärische Funde. Was ist hier das Thema? Es kann immer wieder passieren, dass man eben diese Fliegerbomben am Ende des Tages findet. Das technische Thema ist hier, sollten natürlich die Untersuchungen gemacht werden. Im Vertrag sollte man eine Klausel aufnehmen, wie mit so einem Risiko umzugehen ist und damit eine Haftung aufgenommen werden. Natürlich mit Maß und Ziel. Also Sie werden nicht bei jedem Grundstück zwingend jetzt die militärischen Funde berücksichtigen müssen, weil wenn dort im Zweiten Weltkrieg nie eine Bombardierung stattgefunden hat, dann ist das Risiko überschaubar. Ich habe Ihnen nur hier eine Karte mitgenommen, das ist die Karte der Stadt Graz. Da sehen Sie schon ganz unterschiedliche Farben und da gibt es auch Rot drinnen. Das heißt, dort weiß man aufgrund historischer Berichte, dass Fliegerbomben abgeworfen worden sind. Sprich, dort gibt es ein Risiko. Nur weil es jetzt rot ist, heißt das nicht, dass dort tatsächlich Fliegerbomben sind, muss man jetzt gleich dazu sagen. Aber zumindest mal gibt es ein gewisses Risiko. Sprich, wenn man sich ein Grundstück kauft, sollte man in so einer Karte nachschauen. Wenn man drinnen liegt in einer gewissen Gefahrenzone, dann sollte man das im Vertrag jedenfalls umsetzen oder zumindest berücksichtigen in der einen Art oder anderen. Wenn man irgendwo am Land ist, wo wahrscheinlich keine Fliegerbomben gelandet sind, wird man das Thema vernachlässigen können. Nichtsdestotrotz, die 3 Themen sind sehr, sehr wichtig bei der Vertragsgestaltung. Und damit auch schon die Frage, naja, wie gehen wir jetzt damit um? Laut Vertrag schuldet man natürlich gewisse Eigenschaften beim Kaufgegenstand bei der Liegenschaft. Das sind entweder die ausdrücklich zugesicherten oder die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften. Und gewöhnlich vorausgesetzt ist, dass kein Öltank zum Beispiel im Boden enthalten ist, dass keine archäologischen Funde dort enthalten sind. Wenn eine Verletzung da ist, hat man die typischen Konsequenzen, das heißt Gewährleistungsansprüche, Schadenersatzansprüche, teilweise, ich habe es Ihnen hier dazu geschrieben, gibt es auch die Garantien. Das heißt, das ist eine unabhängige Haftung von Seiten des Verkäufers, sprich ich habe 2 Argumente, einerseits aus der Gewährleistung heraus, andererseits aus der Garantie, wenn so ein Fall eintritt. Ganz so ist es natürlich nicht, weil ich kann natürlich die Haftungen einschränken. Also sprich, wenn Sie einen normalen Kaufvertrag sich anschauen, dann wird es in aller Regel heißen, es gibt gar keine Zusagen, gar keine Gewährleistungen, ausgenommen solche, die im Nachfolgenden ausdrücklich erwähnt sind. Das heißt, man beschränkt das Ganze auf ganz spezifische Gewährleistungen und nicht generell. Da muss man, wenn dann dieser Fall eintritt, dass man trotzdem was findet, stellt man sich dann die Frage als Käufer, ob man nicht trotzdem was machen kann, obwohl es einen Haftungsausschluss gibt. Und da habe ich Ihnen so aufgeschrieben, was man machen könnte. Man könnte sich auf den Irrtum berufen, allenfalls eine Lesio enormis, das ist die sogenannte Verkürzung über die Hälfte. Also sprich, durch diese archäologischen Funde ist mein Grundstück deutlich weniger wert. Wucher könnte es sein, da brauche ich nicht die 50% Wertdifferenz, sondern das ist weniger. Es muss aber irgendwo eine verdünnte Willensfreiheit gegeben haben. Allenfalls kann der gänzliche Ausschluss einer Haftung sittenwidrig sein oder eine gröbliche Benachteiligung sein. Sprich, man wird dann als Käufer so argumentieren, um dann doch zu einer Haftung des Verkäufers zu kommen, weil man will ja sicher nicht als Käufer auf diesem Scherbenhaufen sitzen bleiben und massive Kosten haben für Kriegsfunde zum Beispiel. Ansonsten kann man es natürlich anders auch adressieren, proaktiv wieder mal. Man kann aufschiebende Bedingungen im Kaufvertrag aufnehmen, teilweise als Kompromisslösung Kaufpreiseinbehalte, dass man sagt, ein Teil des Kaufpreises geht sofort weiter an den Verkäufer, ein anderer Teil bleibt mal grundsätzlich liegen auf dem Treuhandkonto. Man beginnt zu bauen als Käufer, wenn sich herausstellt, dort gibt es nichts, wird dieser Kaufpreiseinbehalt ausbezahlt, wenn es etwas gibt, geht es zurück an den Käufer. Da kann man eigentlich viele Lösungen finden und damit eine sinnvolle Lösung, wie gesagt, am Ende des Tages haben. Teilweise gibt es auch Bankgarantien, die verwendet werden. Also sprich, der Verkäufer gibt dem Käufer eine Bankgarantie für den Fall, dass man etwas findet. Wie gesagt, das ist grundsätzlich frei verhandelbar und sollte man jedenfalls adressieren, wenn man weiß, da gibt es irgendwo ein Risiko für so etwas.
Im Bauträgervertragsrecht, also um jetzt eins weiterzuspringen, ist es eigentlich auch ein spannendes Thema. Also nehmen wir das Beispiel, Bauträger kauft sich die Liegenschaft, dort möchte er Wohnimmobilien realisieren, zum Beispiel 40 Wohnungen, und man weiß, irgendwo könnte es ein Risiko geben mit dem Baugrund. Jetzt ist die Frage, kann ich das eigentlich auf den Käufer überwälzen? Oder muss es so sein, dass ich dem Endkäufer, also sprich Verbraucher in aller Regel, muss ich dem einen Fixpreis geben? Und da sagt das Bauträgervertragsgesetz, BTVG, nein, es sind zwei Varianten da. Man kann im Kaufvertrag über die Wohnung einen Fixpreis vereinbaren oder B, man kann einen variablen Preis vereinbaren. Das ist ganz normal zulässig. Und da kann ich tatsächlich sagen, wenn es ein gewisses Baugrundrisiko gibt, diese Kosten werden weiter verrechnet an den Käufer. Aber, sagt schon das BTVG, ich muss ganz genau die Kostenfaktoren aufschlüsseln. Also zu sagen, lieber Käufer, wir verrechnen dir am Ende des Tages das, was uns lieb ist, das spielt es natürlich nicht, sondern ich brauche eine ganz klare Formel. Und zweitens, ich muss eine Obergrenze bestimmen. Also es kann nicht unbeschränkt nach oben gehen. Ich muss sagen, maximal kostet die Wohnung so und so viel. Aber in diesem Rahmen lässt das BTVG einen variablen Preis zu. Hier habe ich noch zwei Bestimmungen zum Konsumentenschutzgesetz dazu geschrieben. Nehmen Sie es mit. Das Konsumentenschutzgesetz natürlich, wie der Name sagt, schützt die Konsumenten. Sprich, die Bestimmungen müssen besonders transparent sein. Umso mehr muss die Klausel ganz klar sein und darf nicht vage bleiben. Mhm. Es gibt auch ein OGH-Beispiel dazu. Was war das Thema? Man hat eine Kaufpreisformel gewählt, wo man sagt, wenn was gefunden wird, also sprich aus den Felsen, unterirdische Quellen und so weiter, dann wird das weiterverrechnet an den Käufer. Und dann hat man eine gewisse Kaufpreisformel reingenommen, fixer Kaufpreis und dann noch zusätzlich gewisse Baukosten und das mal als Klausel aufgenommen. Haken an dem Ganzen, der OGH sagt schon, das war zulässig, einen variablen Preis zu machen, das ist überhaupt kein Thema, aber man muss einen Maximalpreis angeben und das war genau hier das Thema. Man hat das nicht getan. Man hat einfach nur gesagt, wenn man was im Boden findet, wird das weiterverrechnet ohne eine Deckelung. Und da sagt nachher der oberste Gerichtshof zu Recht, so geht's nicht. Es ist ein Konsument am Ende des Tages, damit war die Klausel nichtig. Und was war die Konsequenz? Der Basiskaufpreis, der im Vertrag enthalten war, war der Fixpreis, der zu zahlen war. Und es war nicht möglich, den Preis in die eine oder andere Richtung anzupassen. Ist auch eine korrekte Lösung, muss man sagen, weil das einfach falsch gemacht worden ist damals. Nichtsdestotrotz, was man da mitnehmen kann, auf der Bauträgerseite, man kann variable Klauseln aufnehmen, einen variablen Preis, muss aber natürlich vorsichtig sein und jedenfalls transparent sein. Aber man kann sich das durchüberlegen und das funktioniert auch ganz gut. Okay. Ja, und dann sind wir bei den Generalunternehmern. Auch da ist das Baugrundrisiko da. Was ist ein Generalunternehmervertrag? Ein Generalunternehmervertrag ist ein ganz normaler Werkvertrag. Da haben Sie Bestimmungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, ABGB. Das ist mal grundsätzlich dispositives Recht. Das heißt, man kann davon abweichen, man kann freie Vereinbarungen machen. Im Rahmen, das heißt Sittenwidrigkeit, gibt es natürlich Konsumentenschutzgesetz unter Umständen, wenn der Auftraggeber ein Konsument ist. Aber im Grunde genommen kann ich frei vereinbaren beim Generalunternehmervertrag. Was aber jedenfalls zentral von Bedeutung ist, beim Generalunternehmervertrag haben Sie immer, das ist ein Werkvertrag und das ist ein Vertrag, der auf ein Ziel ausgerichtet ist, auf einen Erfolg ausgerichtet ist. Das heißt, der Generalunternehmer kann salopp gesagt nicht sagen, ich habe es probiert, da jetzt ein Gebäude hinzustellen, es wurde halt nichts. Er muss genau diesen Erfolg hervorrufen. Ansonsten hat er eben nicht sein Soll erfüllt. Grundsätzlich gilt ein angemessenes Entgelt als vereinbar, sagt das Gesetz. In der Praxis haben Sie natürlich klare Formulierungen im Vertrag drinnen, was das Ganze kosten wird. Grundsätzlich kann man den Werkvertrag formfrei schließen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jetzt mündlich hier den Werkvertrag abschließen. Ja. Praktisch wird es ein schriftlicher Vertrag sein, der detailliert alles regelt. Besonders in der Größe von Bauträgern. Ja, ich hoffe es, dass er schriftlich geschlossen wird und nicht mündlich. Aber alles ist möglich. Generalunternehmervertrag, wie gesagt, ist eine besondere Variante des Werkvertrags, der Generalunternehmervertrag. Was ist der Generalunternehmer? Das ist eine Person, die die Herstellung eines Gesamtwerkes übernimmt und Teilleistungen können übergeben werden an Dritte, also sprich die Subunternehmer. Der Generalunternehmer macht das aber im eigenen Namen auf eigene Rechnung, sprich er bezahlt die Subunternehmer. Er muss sie aber nicht einsetzen. Also der Generalunternehmer kann natürlich auch alle Leistungen selbst erbringen.
Was muss er jetzt eigentlich machen? Wie gesagt, er muss einen Erfolg hervorrufen. Wo steht der Erfolg drinnen? Den finden Sie in der Leistungsbeschreibung. Die kann konstruktiv sein, also eine ganz detaillierte Beschreibung, oder funktional, etwas salopp gesagt. Man sagt, baue mir einen Kindergarten hin, baue mir folgendes Gebäude hin, während die konstruktive natürlich sehr detailliert ist. In der Praxis findet man eine Mischvariante wahrscheinlich. Ist wenig definiert oder fehlt irgendwo eine Regelung, was geschuldet wird, dann muss dem üblichen der Übung des redlichen Verkehrs entsprechen, das heißt, was man üblicherweise erwartet, das wird dann auch geschuldet. Da kommen zum Beispiel die Ö-Normen rein, die technischen, sprich, wenn man nichts geregelt hat, könnte das eine Interpretation dazu sein. Gut, Baugrundrisiko, wie gesagt, spielt auch hier eine Rolle. Die gleichen Themen haben wir noch einmal, also sprich Altlasten, archäologische Funde, Fliegerbomben, hier umso mehr, aber auch sonstige Themen unter der Erdoberfläche. Da kann natürlich auch das Thema sein, dass statisch diese Errichtung nicht so möglich ist. Besondere Hangrutschungen zum Beispiel, das sind Themen, die im Kaufvertrag in aller Regel nicht behandelt werden, aber im GU-Vertrag natürlich von einer großen Bedeutung sind. Wenn es zu Hangrutschungen kommt, kann die Errichtung des Gebäudes so zum Beispiel ausgeschlossen sein. Sprich, da gibt es ein massives Thema. Im Kaufvertrag selbst wird man es wahrscheinlich nicht thematisiert haben. Sprich, hier haben wir eigentlich ein breiteres Thema als beim Ankauf. Wie ist da jetzt die Risikozuteilung? Grundsätzlich mal der Auftraggeber oder Besteller stellt den Baugrund bereit. Der Werkunternehmer ist derjenige, der den Erfolg hervorrufen muss. Grundsätzlich trägt der Auftragnehmer das Erfolgsrisiko. Wie vorher gesagt, der Werkvertrag, Generalunternehmervertrag ist immer auf einen Erfolg, auf ein Ziel ausgerichtet. Das heißt, der Auftragnehmer muss genau dieses Ziel erreichen. Ansonsten hat er seinen Vertrag nicht erfüllt. Jetzt könnte man glauben, gut, damit ist das Baugrundrisiko bei ihm. So ist es aber nicht. Die grundsätzliche Konzeption ist nach dem 1168a ABGB, das Baugrundrisiko ist mal grundsätzlich beim Auftragnehmer oder Besteller. Der gibt ja diesen Baugrund her, das heißt, er soll dieses Risiko haben. Der 1168a sagt da, misslingt eben das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit des gegebenen Stoffes, dann ist der Besteller verantwortlich, es sei denn, er hat ausreichend gewarnt. Da sehen Sie schon, wie das Ganze geregelt ist. Grundsätzlich Baugrundrisiko beim Auftraggeber. Der muss einen korrekten Stoff, einen korrekten Baugrund bereitstellen. Wenn dieser Stoff, dieser Baugrund nicht eben den Anforderungen entspricht, haftet der Auftraggeber. Der Auftragnehmer darf das aber jetzt nicht blind entgegennehmen, sondern wenn er sieht, das wird so nicht funktionieren, muss er natürlich aufschreien und sagen, Moment einmal, der Bau wird so nicht funktionieren, weil der Baugrund, was auch immer. Genau. Ich sehe schon, da hat jemand Erfahrung mit diesem Thema. Gott sei Dank nicht. Sprich, er muss aufschreien, der Auftragnehmer, und sagen, so geht's nicht und da müssen wir eine Lösung finden. Das ist hier im Wesentlichen zusammengefasst. Das ist jedenfalls verschuldensunabhängig. Das heißt, dieses Baugrundrisiko, das beim Auftraggeber ist, ist verschuldensunabhängig. Das ist vollkommen irrelevant, ob er gewusst hat, dass dort im Boden ein Problem ist oder nicht. Es ist mal grundsätzlich bei ihm. Und der Auftragnehmer, wie gesagt, hat eine Warnpflicht. Sprich, er muss grundsätzlich prüfen, in seinem Rahmen dazu gleich, und anschließend warnen, dass ein gewisses Problem mit dem Baugrund ist und dass man das so nicht realisieren kann. Grundsätzlich aber gilt, das Baugrundrisiko kann man überwälzen. Das heißt, man muss das Baugrundrisiko nicht beim Auftraggeber lassen, sondern vielmehr kann man sagen, das Baugrundrisiko wird jetzt einfach überwälzt auf den Auftragnehmer. Werden Sie auch, wenn Sie jetzt in einen Generalunternehmervertrag schauen, sehen. Es wird in irgendeiner Form eine Klausel über das Baugrundrisiko geben. Ganz so leicht ist es halt nicht, ähnlich wie beim Kaufvertrag. Grundsätzlich kann ich es überwälzen, das ist schon in Ordnung. Das Thema ist natürlich, pauschal zu sagen, zur Gänze ist das Baugrundrisiko beim Auftragnehmer, so einfach geht es einfach nicht. Weil der Auftragnehmer hat in aller Regel erstens mal eine gewisse verdünnte Willensfreiheit. Was passiert? Der Auftraggeber sucht sich jemanden, er macht eine Ausschreibung, diktiert auch schon den Vertrag, da wird dieser Generalunternehmervertrag angeschlossen. Und als Auftragnehmer kann ich jetzt nicht so viel Einfluss nehmen darauf. Kommt natürlich auf den Markt drauf an, aber in aller Regel kann ich nicht so viel beeinflussen.
Und daher habe ich schon mal eine gewisse verdünnte Willensfreiheit. Dann ist auch die Frage, wie viel von diesem Baugrundrisiko offengelegt worden ist. Wenn man als Auftraggeber weiß, da gibt es ein Thema oder es gibt potenziell ein Thema, man sagt das dem Auftragnehmer und sagt, übrigens, folgendes Thema kann passieren, bitte das einpreisen, ist das natürlich ganz was anderes, als wenn man über das Thema gar nicht gesprochen hat und einfach sagt, bitte mach mir ein Pauschalangebot und da ist alles drinnen, da hat man offensichtlich diese Themen nicht angesprochen. Also sprich, man muss sich das gesamte Miteinander anschauen. Jedenfalls, wenn eine solche Risikoüberwälzung stattfinden soll, braucht man eine ausdrückliche Bestimmung im Vertrag. Also was nicht geht, ist, dass man dann am Ende des Tages dann versucht, das rein zu interpretieren. Wenn ich als Auftraggeber, als Werkbesteller möchte, dass das Baugrundrisiko übertragen wird, dann muss ich das ausdrücklich machen, sprich eine ausdrückliche Klausel im Vertrag drinnen, wo ich genau auf diese Risiken hinweise und sage, das muss der Auftragnehmer übernehmen. Jetzt ganz so schwarz-weiß ist es natürlich in aller Regel nicht. Der Auftragnehmer wird auch nicht sagen, gut, okay, übernehme ich halt das Baugrundrisiko. In aller Regel wird man sich unterhalten über aufschiebende Bedingungen, zum Beispiel, dass man sagt, wir warten mit diesem Vertrag, mit der Wirksamkeit des Vertrages noch, bis das wirklich eine Probebohrung stattgefunden hat und wir wissen, was im Boden enthalten ist. Man wird sich dann über den zeitlichen Rahmen unterhalten, dass man sagt, wenn solche Themen aufpoppen, dann bedeutet es Folgendes für den zeitlichen Rahmen. Sprich, man wird irgendwo versuchen, mit diesen Probebohrungen Lösungen zu erzielen. Die Risikoentschädigung, die Sie hier noch finden im letzten Bullet Point, ist eine Bestimmung, die Sie sehr oft in einem Vertrag finden. Da heißt, das Baugrundrisiko wird übertragen auf den Auftragnehmer und das ist bereits Teil des Entgeltes gewesen. Also drum kriegt er mehr Entgelt. Das ist so diese klassische Bestimmung. Ganz so leicht ist es natürlich nicht. Wo kommt das her? Das kommt daher, dass wenn man dem Auftragnehmer etwas bezahlt dafür, dass er das Risiko übernimmt, dann ist das natürlich wesentlich mehr ein Austauschverhältnis, als wenn man einseitig als Auftraggeber dem Auftragnehmer das Risiko umhängt. Daher gibt es die Formulierung, aber die muss natürlich auch der Wahrheit entsprechen. Man kann jetzt nicht einfach nur pauschal den Satz aufnehmen und sagen, wir zahlen eh mehr dafür, deshalb muss er das Risiko übernehmen. So leicht geht es halt nicht, sondern ich muss das klar geregelt haben. Gut, jetzt hat man wieder das Baugrundrisiko überwälzt, hier auf den Auftragnehmer. Der ist wahrscheinlich jetzt nicht glücklich, wenn irgendwas gefunden wird im Boden oder nicht so passt, wie er das haben möchte. Wie könnte er jetzt noch dagegen vorgehen? Da gibt es natürlich die Möglichkeiten Irrtum Aglis, also sprich das, was wir vorher auch schon hatten. Er kann versuchen, gegen diesen Vertrag vorzugehen mit der Begründung, ich wurde getäuscht, beziehungsweise dir, lieber Auftraggeber, hätte das auffallen müssen, dass ich irgendwo in einem Kalkulationsirrtum war. Ich kann das so nicht realisieren. Da ist es wesentlich abhängig davon, was man damals diskutiert hat, was man vereinbart hat, was so die Begleitumstände waren. Wegfall der Geschäftsgrundlage ist ein zweites Korrektiv. Das ist so, wenn man nichts anderes hat, kann man sich darauf berufen. Da muss man es aber ausdrücklich zur Geschäftsgrundlage erhoben haben, dass es keine Probleme mit dem Boden gibt, kein Baugrundrisiko. Sittenwidrigkeit wäre noch, dass man sagt, das ist so übermäßig, dieses Überwälzen des Risikos, dass das so nicht mehr ein fairer Vertrag ist. Also das ist natürlich das Standardargument der Auftragnehmer beziehungsweise vorher bei den Käufern, dass man sagt, mag schon sein, dass man mir das Risiko gegeben hat, nichtsdestotrotz ist das hier überbordend und einfach nicht mehr ein fairer Vertrag. Achtung, die Fairness des Vertrages gibt es so im österreichischen Recht nicht. Also wir haben grundsätzlich eine private Autonomie und wir können grundsätzlich frei vereinbaren, wie wir unseren Vertrag schließen wollen. Es gibt dann aber eben dieses Korrektiv Sittenwidrigkeit, aber ganz so leicht ist es halt nicht. Nur zu sagen, das ist jetzt unfair oder ganz besonders teuer, das wird Ihnen wenig bringen. Da müssen Sie natürlich schon mehr argumentieren. Jetzt wollte ich fragen, kommt das oft vor, weil den Worten entnehme ich, wenn Sie sagen, das ist das Erste, was passiert, dass es schon angeführt wird. Es wird natürlich als Argument angeführt. Was will ich sonst machen? Also wenn eine Klausel vorhanden ist, die mir das Baugrundrisiko gibt als Auftragnehmer, muss ich es irgendwie argumentieren. Nein. Und ich kann nicht sagen, hätte ich jetzt nicht so wollen, weil es steht ja offensichtlich im Vertrag drinnen, dann kann ich es über die Sittenwidrigkeit probieren und sagen, hier im konkreten Fall ist das einfach sittenwidrig, dass mir das so pauschal überwälzt worden ist und muss mir eine Begründung ausdenken. Das ist tatsächlich machbar, aber einfach zu sagen, das ist jetzt unfair, dass ich am Ende des Tages auf den Kosten sitzen bleibe, das spielt es halt nicht, zumal hier ja in aller Regel Unternehmer gegenüberstehen. Richtig.
Was könnte man kreativerweise noch sagen? Wucher, da brauche ich auch ein gewisses Missverhältnis, dass ich sage, das ist, da bin ich irgendwo ausgenutzt worden. Der Haken am Wucher ist, da muss der Leichtsinn, die Zwangslage, die Verstandesschwäche, die Unerfahrenheit ausgenutzt werden einer Person. Da sehen Sie schon, da wird schwierig in der Argumentation, weil dass ich mich als Generalunternehmer hinstelle und sage, ich bin ein leichtsinniger Mensch oder ich habe eine Verstandesschwäche, das wird mir keiner glauben. Die Judikaturenliteratur sagt aber trotzdem, wenn das Ganze quasi bereichert ist durch einen Standardvertrag, also sprich der Auftragnehmer hat nicht wirklich viel Einfluss nehmen können, kann man mehr darüber argumentieren und muss nicht unbedingt jetzt Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Gemütsaufregung haben. Also somit Wucher ist tatsächlich möglich, man muss aber ein bisschen anders spielen, weil wie gesagt, die Verstandesschwäche wird wohl nicht das wichtigste Argument sein. Gröbliche Benachteiligung würde ebenfalls noch möglich sein, dass man sich darauf beruft, dass man einfach sagt, dass diese Nebenleistung ist in einem krassen Missverhältnis. Also es gibt tatsächlich Munition, gegen diese Klauseln vorzugehen, aber ganz leicht ist es nicht. Also gerade wenn es geregelt ist im Vertrag, nicht aufgelegt. Was kommt jetzt noch dazu? Das eine war, man macht eine Überwälzung des Baugrundrisikos. Und auf der anderen Seite, selbst wenn ich es nicht überwälzt habe, kann es ja so sein, dass dem Auftragnehmer, dem Werkunternehmer, das hätte auffallen müssen, dass mit dem Boden etwas nicht passt, ja, salopp gesagt. Da kommen wir rein mit der Prüf- und Warnpflicht. Ein Auftragnehmer, ein Werkunternehmer hat die Pflicht, da den Stoff, den er bekommt, also hier konkret Baugrundstück, zu überprüfen und, wenn es ein Problem gibt, muss er warnen. Das ist die sogenannte Prüf- und Warnpflicht. Was wird für ein Maßstab angesetzt? Der Maßstab ist der des Sachverständigen nach 1299 ABGB. Das heißt, man kann sich nicht rausreden und sagen, ich bin jetzt ganz besonders wenig gebildet und habe wenig Erfahrung, sondern es wird ein objektiver Maßstab angesetzt. Aber meine Prüf- und Warnpflicht ist nur im Rahmen meiner fachlichen Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt nicht Generalunternehmer bin, sondern zum Beispiel Fliesenleger, dann muss ich natürlich nicht zur gesamten Baustelle eine Warnung abgeben, sondern nur zu meinem konkreten Gewerk. Sprich zum Beispiel, wenn der Estrich feucht ist, dann kann ich dort sagen, jetzt darf ich keine Fliesen verlegen, weil das ein Problem geben wird. Ich muss aber nicht zur ganzen Baustelle warnen. Und daher immer nur im Rahmen meiner eigenen Leistungspflicht habe ich so eine Prüf- und Warnpflicht. Wann muss ich dann nicht warnen als Auftragnehmer? Entweder, wenn es objektiv nicht erkennbar war. Also sprich, als Generalunternehmer verpflichte ich mich dort zu bauen. Ich beginne und es war einfach nicht vorhersehbar. Dann brauche ich das natürlich auch nicht warnen. Ich kann es ja nicht einmal, es hätte niemandem auffallen können. Zweitens, ein bisschen abgeschwächt. Ich hätte es nur ganz schwer oder ganz besonders aufwendig erkennen können. In diesem Fall muss ich auch nicht warnen. Und das Dritte, dazu kommen wir noch mit einer Entscheidung. Wenn der Auftraggeber gewusst hat, dass es ein Problem gibt, dann brauche ich ihn nicht warnen. Also das, was ein bisschen wie nonar wirkt mit, er hat es gewusst, ich brauche nicht extra darauf hinweisen, ist ausdrücklich noch einmal auch so anerkannt. Daher, Auftragnehmer grundsätzlich hat kein Baugrundrisiko. Es sei denn, ich habe es ihm überwälzt. Wenn es nicht überwälzt worden ist, trägt er das Baugrundrisiko nicht. Er haftet auch nicht, wenn er seiner Prüf- und Warnpflicht vollkommen nachgekommen ist. Sprich, entweder hat er es gar nicht wissen können, dann braucht er auch nicht warnen. Oder er hat tatsächlich erkannt und wenn er dann gewarnt hat, dann haftet er nicht. Sprich, wenn dann was daneben geht, wenn es Probleme am Bau gibt, beispielsweise Hangrutschungen, dann haftet er nicht dafür, sondern es ist das Thema vom Auftraggeber. Prozedere, in aller Regel wird man schriftlich warnen, da kommt es darauf an, was im Vertrag vereinbart worden ist, aber Schriftlichkeit ist da immer recht gut, also gerade bei solchen gravierenden Themen, weil man damit vermeidet, dass am Ende des Tages ein Streit entsteht, dann habe ich einen Beweis, eine Dokumentation dafür und in aller Regel, oder ich muss dann auch noch Verbesserungsvorschläge machen als Auftragnehmer und sagen, wir haben dieses Thema jetzt erkannt, so kann man das lösen und diese Mehrkosten sind damit verbunden und dann geht man weiter in der Entwicklung. Jetzt klingt das für mich aber so, dass der GU eigentlich jedenfalls, egal welche Variante sozusagen gespielt wird, extrem viel Risiko nehmen muss.
Kommt auf den Vertrag drauf an am Ende des Tages. Also ja, es wird sehr oft im Vertrag eine Überwälzung des Baugrundrisikos drinnen sein. Da muss man ein bisschen zurückpushen und sagen, so können wir das in der Absolutheit nicht nehmen. Bei der Prüf- und Warnpflicht auch da mit Maß und Ziel. Also sprich, da muss man halt versuchen, als Auftragnehmer das zu konkretisieren. Die gibt es per se, die Prüf- und Warnpflicht, das stimmt schon. Aber man soll sich auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Es gibt teilweise Verträge mit übermäßigen Prüf- und Warnpflichten, wo man sagen muss, bleiben wir wieder sinnvoll im Rahmen. Ja, lieber Auftragnehmer, du musst warnen, aber nicht übermäßig. Also somit, ja. Es kann schon passieren, dass er wirklich in eine schlimme Situation reinkommt, aber da hätte man vorher schon ansetzen müssen, Vertrag sinnvoll durchüberlegen, dann gibt es weniger Themen natürlich. Okay. Hier, das ist ein ganz spannendes Beispiel gewesen, was so, da wurden nachher Isolierungsmaßnahmen notwendig, von denen keiner gewusst hat. Der GU natürlich wollte die nicht auf seine eigene Kappe nehmen und bezahlen. Und das Prickelnde daran war, der Auftragnehmer hat sogar gewusst, dass die notwendig wären, hat es aber nicht dem Auftragnehmer gesagt. Also irgendwo eine Täuschung war drinnen, durch Unterlassung zumindest. Was sagt der Oberste Gerichtshof? Der sagt, grundsätzlich darf ich als Auftragnehmer auf das vertrauen, was mir der Auftraggeber sagt. Also was jetzt so einfach klingt, ist schon mal gut, dass das festgehalten worden ist. Also ich muss mal darauf vertrauen können, was mir der Auftraggeber sagt. Aber er sagt, ein blindes Vertrauen ist auch nicht zulässig. Also ich darf nicht einfach sagen, nur weil der mir das gesagt hat, stimmt das so. Ich muss eben prüfen und allenfalls warnen. Also blindes Vertrauen wird nicht geschützt. Im Ergebnis war es aber hier so keine Verletzung der Prüf- und Warnpflicht. Warum? Weil der Auftraggeber es gewusst hat und dann muss ich ihn auch nicht warnen. Ja, das Glück gehabt am Ende des Tages nachher. Es hat sich eigentlich erst im Beweisverfahren herausgestellt, dass der Auftraggeber davon wusste. Das andere hier, da war es ganz spannend bei dieser Entscheidung, da hat der Auftraggeber ein Gutachten übergeben und gesagt, das ist das Bodengutachten, das mach bitte zur Grundlage deiner Entscheidung für das Angebot, aber ich weise dich darauf hin, bitte prüf das nach und du darfst dich jetzt bitte nicht darauf verlassen. Also das ist von uns ein Entgegenkommen, dass du dieses Gutachten bekommst, aber keine wirkliche Verbindlichkeit. Und nachdem ich es jetzt schon so formuliere, wissen Sie, wie das Ganze ausgegangen ist. Der Oberste Gerichtshof hat hier gesagt, ja, der hat darauf sich verlassen, also verlassen können, aber man hat ihm ausdrücklich gesagt, er muss noch einmal nachprüfen. Da hat man das Bodenrisiko zur Gänze überwälzt auf den Auftragnehmer und der muss es am Ende des Tages auch tragen, weil man ihn ausdrücklich gewarnt hat und gesagt hat, dieses Gutachten gibt's, aber du musst es nachprüfen. Und das hat er halt nicht gemacht und das ist genau dieses blinde Vertrauen, das darf nicht sein. Er muss nachprüfen und nachdem das hier unterlassen worden ist, gab es eine Haftung. Hier grundsätzlich noch, es gibt zahlreiche Entscheidungen zum Wucher. Was immer so ein Argument war, das ist ganz spannend, vielleicht auch in der heutigen Zeit, ich nehme ein Geschäft an, das besonders wirtschaftlich ungünstig ist für mich, weil ich sonst eigentlich schon fast den Konkurs oder Insolvenz anmelden müsste. Also ich versuche mich irgendwie zu retten und dann im Nachgang komme ich drauf, das war wirklich ein schlechtes Geschäft für mich, komme ich irgendwo raus. Und der Wucher ist da sehr schwer, weil der Oberste Gerichtshof sagt, das mag vielleicht alles sein und alles zutreffen, aber das hättest du dir halt überlegen müssen. Also da ist es ganz schwer, sich darauf zu berufen. Also gerade heutzutage könnte das passieren. Ja. Zum Schluss ÖNORM, nachdem wir jetzt schon am Ende der Zeit sind, die ÖNORM 2110, die Werkvertragsnorm, ist natürlich die, die für die Generalunternehmer anwendbar sein kann, weil ich sie ausdrücklich vereinbaren muss. Und im Wesentlichen, sie ist nicht so viel anders, darum würde ich da jetzt eher drüber springen und zu den Fragen gehen. Auch hier Baugrundrisiko grundsätzlich beim Auftraggeber. Auftragnehmer hat ähnliche Regelungen, ähnliche Verpflichtungen wie nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Daher, ich habe es Ihnen hier aufgelistet, aber wie gesagt, es weicht jetzt nicht vom Gesetz wahnsinnig ab. Perfekt. Ja. Daher eigentlich schon am Schluss die Empfehlungen. Zusammengefasst kann man sagen, immer vorausschauend denken, planen und die Verträge machen. Es hat keinen Sinn, einen Schimmelvertrag zu verwenden, egal ob das jetzt der Kaufvertrag ist, der Generalunternehmervertrag oder ein Bauträgervertrag. Sie tun sich damit nichts Gutes. Wenn man es gut durchüberlegt hat und auch mit Maß und Ziel, dann halten diese Regelungen am Ende des Tages und dann kommt man wesentlich besser zum Ziel. Mhm. In dem Sinn Ziel, wir sind am Ende. Perfekt. Und dann freue ich mich auf Fragen. Perfektes Timing und die ersten Fragen sind auch schon da.
Die erste lautet: Wir sind ein Bauträger und kaufen auch Grundstücke an. Was empfehlen Sie uns, wie wir mit den von Ihnen genannten Risiken beim Ankauf umgehen sollen? Gerade im Wohnbereich herrscht ein großer Konkurrenzkampf um gute Grundstücke. In der Tat, das merken alle. Also wie gesagt, mit Maß und Ziel. Auf der einen Seite, der Jurist in mir sagt natürlich, möglichst alle Risiken abdecken. Es ist mir aber auch klar, wenn Sie jetzt als Bauträger hingehen und sagen, so, das ist mein Forderungskatalog und diese 500 Gewährleistungen möchte ich gerne haben, dann wird das ein Verkäufer nicht akzeptieren. Daher, hier ist, glaube ich, das wesentliche Wort mit Maß und Ziel. Sprich, auch wenn ich eine Due Diligence gemacht habe, wenn ich das Grundstück durchgeprüft habe, dann weiß ich ja, was das Risiko ist, das damit verbunden ist und ich kann auf gewisse Klauseln verzichten. Das heißt, wenn man das gemacht hat, macht man einfach sinnvolle Klauseln, man beschränkt es auf das, was wirklich relevant ist und das wird ein Verkäufer auch akzeptieren. Aber vollkommen richtig, wir haben einen Konkurrenzkampf auf der Käuferseite und wenn ich zu viel fordere, dann werde ich am Ende des Tages halt nicht kaufen können. Also somit besser durchprüfen und dann sich auf das fokussieren, was wirklich relevant ist. Okay. Nächste Frage. Was ist Ihre Erfahrung bei Bauträgerprojekten nach dem BTVG? Welcher Preis wird mit den Endkunden vereinbart und sehen Sie Risiken beim variablen Preis? Grundsätzlich gibt es die beiden Preismöglichkeiten. Mhm. Also sprich, ich habe einen Fixpreis oder einen variablen Preis. In aller Regel wird der Fixpreis vereinbart. Das ist einfach so, sprich, Wohnung Top 1 kostet 300.000 Euro beispielsweise. Der variable Preis ist möglich, man sollte sich den durchüberlegen, aber dann eben auch sinnvoll im Sinne von, was sind meine Parameter, wie bestimme ich diesen Preis und was ist die Obergrenze, weil wenn ich diese Sachen nicht einhalte, dann wird mir definitiv am Ende des Tages ein Gericht sagen, diese Klausel hält nicht, du hättest das transparenter machen müssen, klarer formulieren müssen, Preis angeben müssen, nachdem du das nicht gemacht hast, ist sie nichtig, also wie diese eine Entscheidung. Daher, wenn man die Variante wählt, ist möglich, ist gut möglich, aber bitte schön draften, weil wenn man es nicht macht, riskiert man, dass eine Nichtigkeit entsteht und da gibt es Besseres im Leben. Gut, und eine, würde fast sagen, letzte Frage. Ich bin gerade in Gesprächen mit einem Generalunternehmer. Was raten Sie mir, wie ich das Baugrundrisiko im Vertrag umsetzen soll? Wie vorher gesagt, am sinnvollsten ist es, sich genau anzuschauen, von welcher Liegenschaft sprechen wir hier, was sind meine potenziellen Risiken, die ich habe und auf dieser Basis dann in die Vertragsverhandlungen reingehen. Ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich teilweise als Auftragnehmer nicht ganz frei verhandeln kann, weil mir einfach der Raum nicht gegeben wird dafür. Nichtsdestotrotz sinnvoll durchschauen, was überbordend ist, das versuche ich einzuschränken als Auftragnehmer. Und so kann man mit Maß und Ziel zum guten Ergebnis gelangen. Und jedenfalls ein transparenter Vertrag, der ganz klar das Prozedere regelt, dann entstehen weniger Streitigkeiten am Schluss. Perfekt. Nicht nur perfekt die Antwort, sondern perfekt in der Zeit. Magister Klaus Pfeiffer von Weber & Co. Rechtsanwälte, Rechtsanwalt und Partner dort. Vielen lieben Dank, dass Sie abermals hier waren. Vielen Dank. Danke für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Wie immer darf ich Sie noch auf die Webseite aufmerksam machen, www.immowebinar.at. Auf das Archiv dort und auf die Möglichkeit, sich beim Newsletter anzumelden. Dann ich danke Ihnen fürs Dabeisagen. Entschuldigung, Dankeschön. Würde ich mich verabschieden. Bitte. Und vielen lieben Dank. Danke.